shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar ein neues Infovideo über die ganzen neuen Fahrzeuge, die die nächsten Tagen bzw. in den nächsten Wochen kommen werden. Ich wurde da in den Kommentaren in den letzten Videos wirklich durchlöchert, wann kommt das Dronebike, und ja, ich habe mich da jetzt so ein bisschen zurückgehalten, weil die letzte Aussage über das Dronebike, da lag ich ja völlig daneben, und deswegen dachte ich mir, ich warte es mit dem Video, weil es hat ein Modder was rausgefunden, wann die ganzen Fahrzeuge kommen. Und das habe ich natürlich mitbekommen, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich der Wahrheit entspricht oder ob Rockstar vielleicht dann doch nochmal kurzfristig eine Änderung vornimmt. Aber da er jetzt am 11. Oktober den Raptor vorhergesagt hat, was gestimmt hat, und am 1.11. hat er auch schon gesagt, dass der Red Rod kommen soll, das war ja vorgestern, das hat soweit auch gepasst, und jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass der Rest, wo er jetzt vorhergesagt hat, dass das auch noch stimmt. Und zu einem Dronebike meinte er halt, dass es am 8. November kommen wird, das ist nächsten Dienstag, und er meint, dass es um die 2 Millionen kostet. Also ich denke mal, so mit Tuning oder so, ist man auf jeden Fall so mit 2,5 Millionen dabei. Zusätzlich kommen dann noch 12 neue Dronebike-Outfits dazu. Und zusätzlich meinte er noch, dass am 11.11. das neue Motorrad mit dem Namen Esky kommt. Das habe ich bereits ja auch schon mal vorgestellt, aber das seht ihr jetzt auch im Hintergrund nochmal. Ich finde das Motorrad eigentlich gar nicht so schlecht. Man kann schon einige Sachen daran machen. Und ja, zu guter Letzt kommt am 22. November der Yuga Classic. Das wird wahrscheinlich ein Fahrzeug für Bennys Garage sein, weil von den Tuning-Möglichkeiten passt es einfach nirgendwo anders rein, außer in Bennys Motorworks. Was an dem Fahrzeug aber extrem besonders ist, dass es nicht nur eine Primär- und eine Sekundärfarbe hat, sondern noch eine dritte Farbe, also eine Triterfarbe oder irgendwie so, wie das heißt. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten, ich möchte es auch noch nicht voll auftunen und euch das zeigen, was man alles machen kann. Die Überraschung möchte ich euch nicht wegnehmen, aber ich möchte euch nur ganz kurz informieren, was es denn Neues gibt. Ich denke, bis dahin wird auch kein neues Update kommen, aber es könnte gut aus sein, dass es dann Anfang Dezember etwas Neues mit dem Spiel kommt. Aber dazu kommt noch ein extra Video. So, das war es auf jeden Fall von dem Video. Ich wollte euch nur kurz informieren und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.